würde ich vorschlagen, mit dem gehen wir hier hin, weil dann sehe ich die Pissbacken hier. So, und jetzt. Fächeln kann ich. Was bringt mir das Relikt? Und das will ich nun schießen. Jeden, der ihre sinnlosen Zerstörung beiwohnen darf, gewährt allen Verbündeten im Wirkungsbereich Heilung über Zeit. Ah, okay. Das werden wir nicht wegschießen. So, Waffe wechseln. Kostet mir das was? Ich hoffe doch nicht. So, was haben wir hier? Kugelfeuer. Feuere alle Charaktere innerhalb eines kegelförmigen Schusses ab. Ja, aber das kommt nicht so weit. Das ist das Problem. Das heißt, schauen wir mal, was ich auf den schieße da. 47% nur. Ist nicht so viel. Das ist, weil er zu weit weg ist, Leute. Ich werde nochmal die Waffe wechseln. Ja, da habe ich schon 54. Und was ist, wenn ich das da mache? Dann habe ich 34. Aber das probiere ich jetzt. Nicht genug AP. Okay. Gut, wir können nur einen normalen Schuss abgeben, aber das werden wir tun. Zack. Oh ja, der hat getroffen. Einer weniger. Sehr schön. So, du kannst. Kegelfeuer, der hat schon wieder die dicke Knarre in der Hand. Der hat aber nur solche. Das Problem ist nur. Wisst ihr was, Leute? Ich will da nicht rausgehen. Das ist die Scheiße. Aber 59% ist eigentlich in Ordnung. Ich kann nur auf die beiden schießen. Was ist, wenn ich das nehme? Ja, das bringt mir nichts in dem Sinne, ne? Gut, ich würde sagen, wir schießen auf den da. Versuchen wir unser Glück. Oh ja, der hat gesessen, Leute. Der hat gesessen. So, was ist mit mir? Ich kann fächeln, Querschläge, aber da bringt mir was, wenn dein Schuss abprallen soll. Wähle ein Querschlägerobjekt, an dem dein Schuss abprallen soll. Kann ich jetzt spontan nichts damit anfangen? Schauen wir mal, auf was man alles schießen kann. 74% zur Chance zu treffen. 72, den da hinten. 69, den da. Na, den da, 69. Okay, 74 ist schon mal gut. Aber der da hinten muss ein bisschen Leben verlieren. Wir sollten den da eine reinwürgen. Machen wir es so. Oh ja, 5 haben wir ihm abgezogen. Nice one. Der ist jetzt kein Tank mehr. Jetzt kommt der von der Seite. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die kommen von, wie nennt man das, von der Flanke ein bisschen. Aber er hat mich nicht getroffen. Oh, der ist ein. Oh, der geht raus. Jawohl, geh aus der Deckung. Genau, Junge. Aua. Hey. Sauhund. So, Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen wechseln. Und zwar werde ich zuerst mit dem hier. Wir gehen hier hin. Denn ich muss den hier loswerden. Jawohl, denn der kriegt jetzt eine ab. Der kriegt jetzt eine ab, Leute. Nur 67%? Na, das machen wir mal so. Daneben? Das war ein kegelförmiger Schuss und er schießt daneben. Leute, ist der witzig? Der ist lustig. Wie kann man da daneben schießen jetzt ernsthaft, Junge? So, 40 ihm ab, 100% Chance, der ist tot. Was stehst du auch so blöd da? Mir soll's recht sein. So. Und jetzt wird einer von denen da sterben und zwar schießen, wo ist es? Schauen wir mal, wen ich mehr treffe. 64, 62. Dann nehme ich einen Boss. Hoffentlich treffe ich auch. Oh, der war aber weit daneben. Aber zumindest ist das Glück runtergegangen. Ey, jetzt kommt der von hinten. Scheiße! Schaut euch das an. Der kommt von hinten jetzt. Aua, der hat getroffen. Puh! Oh, aber voll die Breitseite habe ich da jetzt gekriegt. Wer ist denn das da? Der hat ein Problem hier, der Junge. Das ist Church. Da muss ich was machen. Ich muss mich heilen. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. So, und wir müssen den ja loswerden. Scheiße, ich muss nachladen oder was? Oh, nee, 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 nee. Wir müssen abhauen, Leute. Jetzt muss ich sogar nachladen. Dann würde ich sagen, wir gehen. Scheiße, so weit kann ich gar nicht mehr. Fuck! Was machen wir jetzt? Wir haben ein Problem, Leute.
Da sind zwei. So, du musst jetzt das gescheit machen. Du gehst dahin. So, hoffentlich muss ich mit dem jetzt nicht auch nachladen. Wo sehe ich, wie viele Kugeln ich noch habe? Ah, hier sieht man die Gegner, okay. Wo sehe ich, wie viele Kugeln ich im Lauf habe? Sieht man das irgendwo? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass man es wo sieht. Ich weiß nicht mehr wo. Gesundheit, Glück. Sind es die Sterne? Nee. Sieht man das? So, ich ziele jetzt mal auf dem hier. Nur 34% Chance, wow. Nicht so viel. 34% ist nicht viel. Ja, weil die Deckung haben, ne? Was ist, wenn ich das hier mache? 0%. 0%, oh Gott. Ja, was soll ich machen, Leute? Was ist das da? Schattentod. Füge einen Gegner, der nicht durch Sonnenlicht geschützt ist, 8 Schaden durch. Aha. Der nicht durch der durch Sonnenlicht geschützt ist. Ja, aber wer ist jetzt geschützt durch Sonnenlicht? Füge einen Gegner, der nicht durch Sonnenlicht geschützt ist. So. Nicht durch Sonnenlicht geschützt heißt, der was sichtbar ist, oder? Das heißt, zum Beispiel dem da. Mal schauen, ob das funktioniert. Jo, das funktioniert! Yeah, das ist ja wie Magie. Wir müssen auf den hier nämlich verdammt aufpassen. Ich muss hier weg. Geht er mal dahin? Nein. Aber ich lasse den jetzt in volle Deckung gehen zumindest. Und ich kann mit ihm eh schon nichts mehr machen. Nur mehr mit ihm hier. Dann würde ich sagen, wir schießen. Schau mal, was machbar ist. 64%, das ist jetzt relativ. Schaden 2, okay. Puh. Schieß mal auf den. Aber zumindest habe ich getroffen, ne? Die sind ja halb tot. Ich heil mich wieder schön. Jawohl, daneben. So geht... Oh, lalalalalala. Das gibt jetzt eine Breitseite. Fuck. Aber zumindest er lebt noch. Wir halten es aus. Ich nehme gleich ihn. Ich muss jetzt nachladen, oder was? Oh. Das ist nicht gut. So, nachladen. Aber ich glaube, ich kann nochmal schießen. Ich habe da nur AP, oder? Wo sieht man jetzt diese scheiß AP? Zwei hat man normal, oder? Ja, hier, das ist dieser Stern. Okay. Gut, aber dafür habe ich jetzt einen 100% Treffer. Junge, du bist jetzt so tot, du weißt das nur noch nicht. Tschüss! Bäm, Mann! Bäm mit der Schrotze! So, jetzt prob... Oh, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte schießen. 64%, das reicht mir. Komm. Jawohl, Leute! Und niemand ist gestorben! We are the kings. Ja, Mann. Macht Laune. Macht Laune, Leute. War auch spannend. Also der Church, der ist mal fast draufgegangen. Und jetzt weiß ich auch, warum das Spiel sagt, der soll nicht draufgehen. Kostet viel Geld sonst. Wir spielen wieder. Nach der Schießerei, obwohl ihr den Angriff überlebt hattet, war Vater besorgt. Er meinte, ihr solltet einen Fluchttunnel bauen für den Fall eines weiteren Angriffs. Aber er wollte dir die Entscheidung lassen. Finde ich gut, aber das kostet verflucht viel Geld. Darum werde ich drauf scheißen. Ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung, oder? Ah, ich weiß nicht, Leute. Scheiß drauf. Wir brauchen keinen Fluchttunnel. Nach deiner Ablehnung erwähnte er Tunnel nie wieder. Aber du hattest andere Sorgen. Die Banditen griffen benachbarte Farmen an. Du beeiltest dich nachzusehen, ob Florence in Sicherheit war. Ja, das wäre super. Schau nach Florence. Die waren ja ganz in Ordnung, Leute, ne? So, das ist... Ja. Schauen wir da hin jetzt, was hier los ist. Die Eltern von Florence überlebten den Überfall nicht. Ach du Scheiße. Florence selbst kauerte zwischen den Toten. Weinend folgten sie dir nach Hause und verließen dich nie wieder. Sie sprach darüber, brachte aber jede Woche frische Blumen zu ihrem Haus. Oh, das ist doch zumindest mal was. Während du fort warst, bekam dein Vater Besuch von einem gut gekleideten Gentleman mit merkwürdigem Akzent, der wie aus dem Nichts auftauchte. Sein Rasierwasser konnte fast seinen Schwefelgestank überdecken. Ach du Kacke. War das etwa? Nein, das wäre Irrsinn. War das wer? Der Gentleman konnte Vater überzeugen, fast all euer
Geld für ein Glücksamulett auszugeben. Ach du Scheiße, das ist ein Gauner. Er war es leid, zu darben, immer wegzulaufen vor Verbrecher. Zu darben? Was heißt das? Banditenfürsten und dem Wetter. Er wollte, dass die Goldsucherei sich lohnen und zwar schnell. Trotzdem redete Vater nicht gerne über die Sache und spielte die Macht des Amuletts herunter. Er meinte, es würde wohl nicht wirken. Oh, schauen wir mal. Trotzdem lief alles besser. Vater fand schnell neue Schürfplätze und der Abbau lohnte sich. Schon bald konnte er eine bessere Abbaulizenz kaufen. Finde ich gut. So, wir haben jetzt 21 Mal dürfen wir abbauen. Also es geht viel um Gold, so wie das hier aussieht. Da ist eine Kreuzung. Könnten wir auch mal besuchen. Jo, ich würde sagen, let's go. Das haben wir schon gemacht hier. Dann werden wir weiter suchen. Goldsucherlager. Dann schauen wir mal, wir können sicher noch was verbessern hier. Das investiere ich mal, dann finde ich mehr. Also das sollte sich dann im Endeffekt rentieren, sage ich mal. Ne? Heilung werde ich auch wieder kaufen. Das braucht man nämlich wirklich, so wie das aussieht. Du beginnst zu fälschen. So, Schuhwerk. Das heißt, Schuhe, die kann man immer brauchen. Nehme ich gleich mal mit. Und Tabak, das nehmen wir auch noch mit. Wie viel hat denn der? Eh nur die zwei. Gut, die zwei nehme ich mit. Und er kriegt von uns... Abgesägte Kobra. Ja, das sind aber Waffen, die wir brauchen. Ne? Er kriegt von uns 60. So, guter Handel. Zack, boom, bang. Passt. Kann man jederzeit wieder hin, aber der hat jetzt eh nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir schauen weiter. Was ist hier los? Nichts. Da ist auch nichts. Das haben wir anscheinend schon da irgendwie. Jo, dann ziehen wir doch weiter. Und zwar gehen wir mal zur Kreuzung. Ich schau mal, was bei dieser Kreuzung da los ist. Okay. Also ich werde jetzt nicht alles vorlesen, Leute. Ihr könnt ja das ein bisschen mitlesen hier. Was für ein kleines Stück von dir selbst. Ja, ich mach das mal. Du fühlst dich mächtig, aber immer mehr ist nur ein wenig leer. Du drehtest dich um, den Mann zu fragen, ob das normal sei, doch er war verschwunden. Ja, bringt das jetzt was oder nicht? Das ist die Frage. Was ist das da? Charakterübersicht. Gehen wir mal da mal rein. Habe ich jetzt eigentlich nur eine Karte gekriegt? Jo, wir haben Karten gekriegt, Leute. Herz 10. Fähigkeit, goldene Kugel. Ich frage mich gerade... Ach so, ja, das kommt dann als Fähigkeit dazu. Okay. Hey, wir haben die Tussi. Das ist doch geil. Yeah, man. Herz 10. Fähigkeit, goldene Kugel. Aktiv erfordert 50 Glück. Feuer eine Kugel ab, die alles durchschlägt und ihr Ziel auch mit Sicherheit trifft. Das geben wir doch mal der Tussi, weil die Weiber, die treffen eh nichts normalerweise. Herzdame, Verkleidung, passiv. In der Vorbereitungsphase wirst du von den Gegnern ignoriert. Okay, das geben wir mal mir persönlich und ich sage euch auch warum. Weil ich nämlich am wenigsten Leben hat, aber sie auch. Gut, dann geben wir es ihr. Wir sind ein Gentleman, das kriegt die Dame. Fähigkeit, Serienkiller. Das wird sie doch sexy an, ne? Da wird die ES ganz neidisch. Töte einen Gegner, um die Chance zu erhalten, einen weiteren zu töten und dann noch einen und noch einen und noch einen. Das ist super. Und das geben wir dem Alten, denn der hat auch das meiste Leben und kann mehr Risk eingehen. Ne? Roter Joker. Keine eigene Fähigkeit, aber Joker dienen bei der Zusammenstellung eines Blattes als beliebige Ersatzkarten. Was kann ich jetzt damit machen? Bonus plus 1 GP, Gesundheitspunkt, plus 2 Verteidigung, plus 10 Glück. Jo, also why not? Ich geb's mal ihm, also mir persönlich. Ich bin ja der Kleine hier, der Warren. Jo, finde ich geil. So, dann schauen wir, was wir hier nur machen können. Aber sie hat eine Babyknarre, das ist doch nicht euer Ernst. Diskrete Attentat der Stadt. Ermöglicht 2 Schüsse pro Runde. Das ist natürlich auch sexy. Die ist nicht mal so schlecht, aber wir geben ihr trotzdem diese Lunte hier. Dann kriegt sie selbstverständlich auch Heilung und sie kriegt auch Schuhe, ja. So, können die noch nicht ohne Schuhe da rumstreifen lassen. Soweit passt es, dann würde ich sagen, geht's weiter.
Oh, hier, ich schau gerade, wo alles das ist. Da unten ist da noch was. Unten haben wir drei. Ansonsten hier ist ein bisschen ein Zentrum und da oben ist noch etwas. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir da in der goldenen Mitte an, ab in den Obstgarten, ein bisschen Äpfel pflücken. Okay. Ja, wie gesagt, Leute, ihr könnt ja ein bisschen mitlesen. Ich werde nicht alles vorlesen. Ja, ich weiß nicht, warte mal, minutenlang macht er nichts. Ja, wir klauen nichts, Leute. Also sowas mache ich nicht. Wir klauen nichts. Das ist asozial, das mache ich nicht auch nicht in den Spielen. Also nicht so wirklich klauen, ne? Nicht so wirklich klauen, das hört sich jetzt zeichnen, ich weiß, aber das mache ich nicht. Nö, der war in Ordnung. Denke ich mal. So. Albino-Kaninchen. Ja, wisst ihr was? Ich schieße auf keine Kaninchen. Sowas mache ich ebenfalls prinzipiell nicht. Ich folge dem Karnickel. Na, sieht man doch. Wir haben eine Höhle gefunden. Hat sie rentiert? Vielleicht zwei sogar. Jo, wo gehen wir hin? Gehen wir mal zu dieser Kirche da oben. Die juckt mich irgendwie. Übrigens, es gibt mehrere Stories hier. Also, wir spielen jetzt die eine Kampagne hier und es gibt, glaube ich, dann vier oder so, ne? Gott war vielleicht gerade auf Geschäftsreise, aber der Prediger hatte einen Ruf als Wunderheiler. Gegen entsprechendes Entgelt konnte er selbst die schlimmsten Leiden heilen. Die Ärmeren konnten eine Spende in die Kollekt der Dose werfen, was ihnen für diesen Tag einen Platz an seinen Gebeten sicherte. Du suchst Heilung? Erstaunlich hohen Preis für etwas, das vielleicht gar nicht wirken würde. Ich suche mal Heilung einfach. Warren brauchte Heilung. Ich weiß nicht, mir kommt das irgendwie sinnfrei vor, das Ganze hier. Ich nehme mal das zweite, das ist zumindest billiger. Die 25 kann man uns auch nicht leisten, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!